Ja, liebe Zuschauer und Freunde von K&K Premium Jagd, herzlich willkommen zu einer nächsten Episode unserer weltweiten Jagden. Ich darf Sie und euch recht herzlich begrüßen, uns bzw. unseren Jäger Ill zu begleiten. Und zwar geht es in dieser Episode um die Jagd in den rumänischen Karpaten. Es ist ja ein Dauerläufer bei uns im Programm, die Jagd in den Karpaten, einem der größten Waldgebiete Europas und damit auch einem der größten unserer CO2-Speicher, die wir hier in Europa vorfinden, zieht dieses Jagdgebiet jedes Jahr Jäger aus der ganzen Welt in seinen Bann. Einige sind inspiriert worden durch die Belletristik von den bekannten Schriftstellern August von Spies oder Alexander Florstedt, die schon vor 100 Jahren sich verewigt haben. Sie sind ein Mythos. Für die Älteren, die die ganze Belletristik gelesen haben, sicherlich eines der Hirschreviere schlechthin, aber auch Reviere, die Großwild beherbergen, wie Wolf, Luchs und Braunbär. Die rumänischen Karpaten beherbergen auch hervorragende Gamspopulationen. Man spricht von der stärksten Gams überhaupt. Und es gibt eben den rumänischen Rothirsch, der jedes Jahr zur Brunft Jäger weltweit in den Bann zieht. Es geht in der heutigen Episode um das Karpatenfieber. Dieses Karpatenfieber, was wir hier seit vielen, vielen Jahren jedes Jahr haben und uns jedes Jahr darauf freuen, dort zu jagen, das hat einen jungen K&K-Gast erfasst. Aber nicht, weil er schon dort war oder weil er diese ganze Belletristik gelesen hat, sondern weil er unseren Film von vor 2 Jahren gesehen hat und für sich selber entschieden hat, seinen ersten Rothirsch überhaupt in den Karpaten zu schießen. Ill ist ein junger Jäger, der erst seit kurzer Zeit seinen Jagdschein hat, der mit uns schon einige Jagdreisen unternommen hat. Er hat koreanische Wurzeln und das Erstaunliche war für ihn gar nicht die Stärke der Trophäe. Das stand gar nicht im Vordergrund, sondern für ihn war es wichtig, ein Erlebnis zu haben, was sich tief in seinem Gedächtnis und in seinem Herzen verankert. Und er sagte ganz klar, wenn es ein schießbarer Hirsch ist, dann sind ihm die Punkte und die Gewichte in erster Linie zweitrangig. Für ihn zählt in allererster Linie das Erlebnis. Und er möchte die Hirschbrunft so ursprünglich erleben, wie man sich das nur vorstellen kann. Die ganze Jagd wird natürlich beeinflusst durch Prädatoren, durch Wolf, Luchs und Bär. Und jeder von uns träumt ja davon, einmal in den Karpaten so zu jagen, wie es die Herren vor 100 Jahren gemacht haben. Wobei ich sagen darf, die Unterkünfte sind nicht mehr die alten Kolibas, wo man mit Hirten und Schäfern zusammenschläft. Auch heute sind die Jagdhütten schon moderner und die Pensionen in den Tälern eh. Ill, der war inspiriert durch unseren Film, der vor 2 Jahren auf Sendung ging. Und für ihn war klar, wenn er überhaupt mal seinen ersten Rothirsch schießt, dann soll dieser wirklich in den Karpaten erjagt werden. Er wollte den Hirsch wirklich erkämpfen. Wir haben uns in Frankfurt am Flughafen getroffen. Dort findet natürlich alles statt, was die Waffendeklaration betrifft, Kontrolle des europäischen Feuerwaffenpasses, Munitionskontrolle und so weiter. Und dann ging es nonstop runter bis nach Klausenburg, ehemals in der Habsburger Monarchie. Heute heißt es Cluj-Napoca. Seit 15 Jahren jagen wir in den nördlichen Ostkarpaten im Bundesland Suceava, ehemals genannt Bukowina, weil es dort in den flacheren Ausläufern Richtung Suceava riesige Buchenwälder gab. Dort, wo wir jagen, ist aber die Fichte vorherrschend. Nachdem wir abends im Jagdhaus angekommen sind, ist es so, dass wir am nächsten Morgen, wie sich das gehört, mit unseren deutschsprachigen Jagdführern Cornelius und Gregor, die diese Gegend wie ihre Westentasche kennen, in ein Bergtal hineinfahren.
Die haben natürlich in den letzten Tagen versucht, Hirsche schon mal zu spotten, anzusprechen, zu lokalisieren, zu bestätigen. Und wir fahren in ein Tal rein, wo in den letzten Tagen der Brunftbetrieb deutlich angezogen hat, Abschusshirsche oder Reifhirsche auch gesehen wurden. Was aber nicht heißt, dass es diese Garantie gibt, denn wir alle wissen, dass die Prädatoren wie Wolf und Bär sich gerne den schreienden Hirschen nähern, denn wo ein Hirsch meldet, ist auch meistens Kahlwild. Die kleine Gruppe pirscht in ein Bergtal hinein, um nach einem dieser typischen Rumänenhirsche zu weitwerken. Die Hirsche sind unterschiedlich. Es ist nicht ein charakteristischer Typ wie dieser Hirsch, der hinter mir an der Wand hängt, den ich 2019 geschossen habe, sondern der Karpatenjäger träumt ja eigentlich, natürlich inspiriert durch die Belletristik, vom klassischen langstangigen Karpatenachter. Ich darf so einen mal zeigen, den ich 2018 oder 2017 geschossen habe. In den Ausläufern des überall sichtbaren Jumalau, des Berges, des wichtigsten Berges oder des Wahrzeichens dieser Region. Und dies ist eben ein ganz anderer Typ als der Hirsch, der hinter mir hängt. Und so haben wir eben den langstangigen, teilweise kronenlosen Karpatenhirsch in der Region, aber auch die Entenfreudigereren. Die Gruppe pirscht also entlang eines Hanges, was schon kräftezehrend ist, wenn man eine lange Anreise hatte. Und Cornelius hat auch immer wieder Rotwild im Anblick. Und wenn sich etwas kurzfristig zeigt, dann kann es passieren, dass so eine Chance nicht wahrgenommen werden kann, weil das Rotwild weiterzieht, in Bewegung ist oder aber weil der Jäger nicht schnell genug reagiert. Wir haben die Situation natürlich auch, dass diese großen Kahlschläge, die in den letzten Jahren entstanden sind, dass die inzwischen vergrasen, weil die, die das Holz ernten, nicht verpflichtet sind, aufzuforsten. Und das Gras ist dann teilweise über 2 Meter hoch, sodass wir das Rotwild mit dem normalen Fernglas überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Wir haben natürlich dort in den Hängen zahlreiche Suhlen, die vom Rotwild tagsüber aktiv angenommen werden und im Grunde genommen damit den Rothirsch verraten. Das heißt, der touristische Druck, der Druck durch Pilzsucher oder durch Jäger ist sehr gering. Es gibt eine sehr gute Auerwildpopulation, eine sehr gute Haselhuhnpopulation und im Grunde genommen hat man fast täglich Sichtkontakt mit diesen beiden Raufußhühnern. Und da der Rothirsch tagaktiv ist und seinem normalen Tagesablauf nachgehen kann, passiert es nicht selten, dass man die Rothirsche oder auch das Kahlwild an den Suhlen überrascht. Und so gelingt es auch an diesem Morgen, Rotwild in Anblick zu bekommen. Aber Anblick heißt nicht gleich Erlegung. Und das Schöne war ja beim Ill, dass er ganz klar die Vorgabe gemacht hat, mich interessieren keine Punkte, keine Enden und keine Trophäenstärke. Wenn es ein Hirsch ist, der den Abschusskriterien entspricht, dann steht für ihn in allererster Linie das Erlebnis. Und das heißt, aktive Pirsch über Stunden und dann irgendwann Chancen wahrnehmen. Und so war es an diesem Morgen und auch bei anderen Pirschgängen oft so, dass Rotwild in Anblick kam, vertraut war, aber nicht erlegbar. Der Hirsch stellte sich, der sichtbar wurde, nicht lang genug breit oder ließ sich ansprechen. Und so waren es oft die Trittsiegel, die die Hirsche verrieten. Eine morgendliche Pirsch in den Karpaten, die kann über Stunden laufen bis spät in den Vormittag rein, weil eben das Rotwild auch so lange brumftet und die Hirsche melden, sodass man mehrere Stunden aktiv unterwegs ist, versucht wirklich so nah wie möglich ans Rotwild ranzukommen. Und wenn sich dann, wie in unserem Fall, ein ordentlicher Hirsch zeigt, dann passiert es eben auch, dass dieser sich genauso schnell wieder verflüchtigt und hinterm Kahlwild herzieht. Und dann muss man versuchen, in diesen Steilhängen an das Rotwild ranzukommen. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht, aber Erlebnisse sind garantiert. So sind wir nach der ersten Morgenpirsch wieder zurückgefahren nach Valea Putney. Und im Grunde genommen sind es dann die Erlebnisse, die unsere Jagdgruppe dazu verleiten, morgens erstmal beisammen zu sitzen. Und jeder schildert seine Erlebnisse.
haben den nächsten nachgestellt, kamen dann relativ nah dran und irgendwann mal stand der vor uns. Und keine 100 Meter, 80 Meter würde ich sagen, 80, 75 Meter. Du konntest 80, 70 Meter, nur den Kopf auch im hohen Gras. Ja. Und unser Führer, unser Jagdführer war ein bisschen hibbliger, der Cornelius, der meinte die ganze Zeit, schieß, ja. Kannst du nicht, ja, der ist gut und so. Dann gucke ich, ich sehe nur seinen Kopf. Also, in den Träger oder was? In the head? Also, no, head here. Der gesamte Körper war halt im Gras gewesen. Er meinte halt nur, wenn der dann jetzt breit steht und gut, dann kannst du schießen. Ja, die kriegen ja alle Fieber jetzt hier. Ja, und, das sind die zwei wichtigsten Wochen im Jahr. Aber dann hat er uns gewittert und dann ist er weitergezogen. Hatte kein Kahlwild? Kahlwild haben wir auch gesehen, aber wir haben eines auch länger beobachtet und geguckt, ob da nicht vielleicht noch... ein Hirsch kommt, aber da kam dann keiner mehr. Hier meldet heute Morgen auch ein Hirsch oben auf der Alm. Als okay. Ich dann hier stand, ich habe ja bis 6 Uhr hier gestanden. Jetzt gucke ich mal, wie wir das machen, ob ich heute Abend mitgehe, vielleicht mit dem Kai oder ob ich selber jagen gehe, das weiß ich noch nicht. Ja, man braucht eine gewisse Entschlussfreudigkeit. Die brauchst du hier. Diese Chancen kommen selten zweimal. Also wenn der Hirsch da relativ fest steht. Der war am Suchen. Also. Deiner. Ja, so, dann das geht ja jetzt los. Ja. Es wird ja auch schön kühl, auf Deutsch gesagt. Merkst du, es ist ja Kaiserwetter hier. So schöner können die Karpaten ja gar nicht sein. Und da oben auf der Passhöhe, da geht dir doch das Herz auf. Auch wir nutzen Wärmebildtechnologie, um in diesen Grasflächen das Rotwild zu lokalisieren. Bei großen Schlägen haben wir auch zum Teil das Glück, dass das Rotwild in diesen tagsüber und auch abends steht, solange Prädatoren nicht dafür sorgen, dass es weiterziehen muss. Die Abendpirsch findet in einem ganz anderen Revierteil statt. Entlang der Hänge, durch Dornen und Brombeeren, bergauf und bergrunter. Forstarbeiter sind tätig und fahren mit schwerem Gerät auf engen Waldwegen. Das Rotwild in den Karpaten ist im Vergleich zu uns hier in Deutschland sehr tagaktiv, weil der touristische Druck natürlich ein viel, viel kleinerer ist oder geringerer ist als bei uns. Das, was man in den Wäldern antrifft, sind seltenst im Herbst die Pilzsammler. Und natürlich die Waldarbeiter und Rückekolonnen, die sich dort tummeln. Und vor denen reißt das Rotwild nicht aus. Da gibt es kein Fluchtverhalten. Das heißt, das Rotwild ist den Menschen vom Anblick her gewohnt. Aber der Jagddruck ist eben ein so geringer, dass der Mensch nicht gleich mit einem Feindbild in Verbindung gebracht wird. Sehr oft steigen wir in den Bachbetten auf, weil wir in den Bachbetten zwischen den Tälern doch unheimlich Distanzen überbrücken können. Das geht einfacher, als sofort am Hang aufzusteigen und in Serpentinen zu traversieren, um dann quer am Hang zu laufen. Cornelius, der Waldarbeiter in dem Revier ist, bewegt sich auf diesen engen Wegen nach vorne und versucht ständig, wie schon am Morgen, Rotwild zu lokalisieren. Es wird kurz gepirscht, dann wird wieder stehen geblieben. Leider droht ein Wetterumbruch und es droht ein Wintereinbruch mit Schnee, sodass natürlich auch dieses wieder Einfluss auf die Hirschbrunft hat. Und solche Wetterunbilden und Wetterveränderungen, mit denen muss man in den Karpaten immer rechnen, insbesondere bei der Bergjagd. Und so passiert es eben, auch bei dieser Pirsch wieder, dass Rotwild in Anblick kommt, Ill eine Chance bekommt, aber sich der Jagdführer nicht sicher war, ob dieser Hirsch den Abschussvorgaben entspricht. Und dieses Zögern sorgt eben dazu, dass der Hirsch wieder in den Bestand zieht und nicht mehr sichtbar wird. Was aber im Grunde genommen dieser Jagd keinen Abbruch tut, sondern wie man sieht, steigern wir uns von Pirsch zu Pirsch. Am nächsten Morgen ging es wieder früh raus in der Dämmerung und man pirscht wieder in den Kessel und in den Revierteil des Vortages. Und wie schon in den Tagen zuvor wird in Reihe gepirscht, Step by Step, um an Rotwild heranzukommen. Und das ist eben dieses Tolle an Rumänien, was sich ja als europäisches Spitzenjagdland etabliert hat. Diese tagaktive Jagd und dieses mit allen Sinnen jagen, was sich eben total unterscheidet von der Jagd vom Hochsitz. Hier ist eben der Jäger mit all seinen Sinnen klassisch gefordert. Und wieder kommt weibliches Rotwild in Anblick. Allerdings zeigt sich bei diesem Stück Kahlwild kein weiterer Hirsch.
da in dem Gebiet keine Brumpf stattfand, wurde entschieden, trotz der beginnenden Dämmerung das Revier zu wechseln, über ein Hochplateau zu fahren, entlang einer Kolibar und einen schreienden Hirsch anzugehen. Dieser zeigte sich dann auch kurzfristig und dann beginnt eben der spannende Teil dieser Jagd, nämlich dem schreienden Hirsch zu folgen, diesen zu lokalisieren und in letzter Konsequenz dann den Jäger in eine Position zu bringen, dass er sauber einen Schuss antragen konnte. Das ging dann relativ schnell, weil der Hirsch aus dem Deckungsbereich rauszog ins Altholz und Ill dann angestrichen am Baum dem Hirsch die Kugel antragen musste. Dieses aber auch exzellent vollzog und der Hirsch nach einer kurzen Todesflucht zusammenbrach. Und es war ein mittelalter Karpatenachter mit einem unheimlich spannenden Erlebnis. Und das Bergen des Wildes, das Aufbrechen des Stückes, vollzog sich bis in die Nacht hinein. Und abgekämpft dann zurückkam in unsere Unterkunft und am nächsten Morgen die Brumpftarm ausfallen lassen. Manche munkeln, es lag am koreanischen Bier oder am rumänischen Rotwein. Genaues bleibt unser Geheimnis. Am Abend fahren wir in Richtung ukrainischer Grenze. Das Rotwild auch dort ist tagaktiv. Im Grenzgebiet ist sowieso wenig Tourismus und Bewegung. Und es begann auch dort wieder in dem Revier, weil Hirsche bestätigt wurden, eine spannende Pirsch. Aber natürlich wussten wir nicht, welcher Hirsch möglicherweise uns begegnet oder wir einem Hirsch oder ob wir einem Hirsch begegnen. Das ist eben halt das Spannende. Es wurden Sulen abgelaufen, die alle frisch angenommen waren. Man fand Schlagstellen an den Fichten und an den Lärchen. Und uns war klar, wir sind mittendrin im Geschehen. Aber auf welchen Hirsch wir jetzt genau jagen, konnte im Vorfeld nicht gesagt werden. Und so begann also die Pirsch wie all die anderen Pirschgänge zuvor. Aufsteigen, abglasen, verhören in die Richtung der vermeintlich besten oder ältesten Stimme Pirschen. Uns war bewusst, dass das Wetter umschlägt. Das war angekündigt und wir hatten das ja vor 3 Jahren auch. Temperaturstürze von über 30 Grad, von plus 36 Grad auf 0 Grad. Und es begann umzuschlagen vom Wetter her. Dann riss es kurz auf, die Sonne zeigte sich und genau in dem Moment wurde ein Abschusshirsch sichtbar, den Ill mit einem brillanten Schuss strecken konnte. Und das war, glaube ich, auch dann nochmal der Höhepunkt seiner Reise, weil es eine Erlegung war, bevor das Wetter komplett umschlug in Schlacker, Schnee und Regen. Und er fährt also aus den Karpaten weg mit 2 Brumpferlebnissen, mit 2 erlegten Hirschen, die vom Erlebnis her genau seinen Wünschen entsprochen haben. Und wenn jemand so etwas erleben möchte, der ruft doch bei uns in der Jagd- und Fußballhauptstadt an. Unter der Telefonnummer 0231 390 84 500 oder schickt uns eine E-Mail an info@premiumjagd.de. Die Gruppenreise in die nördlichen Ostkarpaten ist ausgebucht, das darf ich auch sagen. Den einen oder anderen Platz für die Hirschbrumpf 2022 haben wir noch verfügbar. Und meldet euch einfach, wir freuen uns und wünschen allen Weidmannsheil.